Moin Hank, ich bin jetzt gerade eine halbe Stunde auf. Ich bin mit der Postbote, wie du siehst, meine super heile Kaffeetasse. Ein bisschen Angst habe ich schon, nicht dass da was rausgesprungen kommt. Also ist auf jeden Fall irgendwas Klapperndes drin. Oder das sind so Flocken. Wenigstens kann ich jetzt nachts wieder ruhig schlafen, weil das Ding da ist. Das dicke Panzertape hat er genommen, damit es hier keiner aufmachen kann. Ich hoffe, ich mache hier nichts kaputt. Ja, ich muss sagen, ich war gestern Abend dann auch relativ schnell auf dem Sofa eingepennt. Nach dem Sabbelsonntag. Und ja, hab erstmal schön geschlafen. Jetzt geht's gleich in der Spätschicht, aber Gott sei Dank ist ja das Ding hier jetzt da. Alter, ich wehe, das ist irgendwie so eine Bedienungsanleitung. So, ich mache es seitwärts auf. Da kommen mir auf jeden Fall schon ganz viele Flocken entgegen. Ich muss erstmal einen Staubsauger holen. Also das ist bestimmt voll bis oben hin. Ich mach's nicht weiter auf. Warte, ich brauche einen Staubsauger. Ich bin bewaffnet. Der Beutel ist schon voll. Ich muss den Beutel ausleeren. Warte kurz. Schon wieder voll. Alter, da sind immer noch 3 Kilo drin. Wir nehmen das hier mal erstmal runter. Gut, dass meine Frau nicht da ist. Die hätte mich, glaube ich, gekillt in dem Moment, wo alles rausfällt. Alter, wie hast du die Scheiße da reingekriegt? Das muss ja bei dir auch ausgesehen haben, wie so ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, also wir machen jetzt erstmal... Wir schwenken jetzt erstmal wieder rüber, dass du mich siehst. Ich hoffe, das geht so. Es war bestimmt mit meiner Frau abgesprochen, damit ich die Bude sauge. Unglaublich. Ich glaube, so kommen wir ran. Und ich habe noch nicht mal die Hälfte darunter gesaugt. Mich würde ja interessieren, wie es bei dir ausgesehen hat. Also das ist auf jeden Fall... Nein! Ich hab was! Alter, du bist der Beste. Ich weiß genau, wofür das ist. Das ist für meinen Pinpointer, weil ich meinen kaputt gemacht habe, also dieses Seil. Ich habe immer Angst, dass ich den verliere. Das ist ja geil. Aus Kevlar. Und da braucht man bestimmt keine Bedienungsanleitung für. Alter, das ist richtig geil. Ich habe mich gestern nämlich wieder aufgeregt, dass... Raus mit euch. Dass ja, ich ihn liegen lassen habe. Aber nach 5 Metern habe ich es gemerkt. Vielen herzlichen Dank. Also das ist wirklich sehr brauchbar. Ich traue mich gar nicht da reinzugreifen. Man sieht überhaupt nicht, was drin ist. Vor allen Dingen habe ich Angst, dass hier... Das sieht aus, als wenn es geschneit hat. Wie soll ich das denn da rauskriegen? Alter, wie viel ist denn das von diesem? Guckt euch das mal an hier. Ach, das sind die Handschuhe. Okay. Alter. Jetzt weiß ich, warum ich es filmen sollte. Ey, aber es fühlt sich geil an. Jetzt wäre fast alles rausgeschwappt. Das kriegst du wieder. Ach, ein Holzkistchen. Ich glaube, das hast du gemacht, damit es hier auch schneit, weil Weihnachten sieht echt schlecht aus mit Schnee. Ich glaube, ich sehe nachher aus. Alter, das ist echt tödlich hier, das Zeug. Also ich nehme jetzt erstmal alles raus.
Alter, ich muss in 2 Stunden zur Arbeit. Ich glaube, bis dahin bin ich immer noch nicht wieder sauber. Also, warte mal, das packen wir jetzt mal da hin. Ich hoffe, dass mir dieser Kakaton hier nicht runterfällt. Deswegen sollte ich es filmen. Noch mehr. Was ist das denn? Irgendwas Rundes, glaube ich. Irgendwas Hartes. Gucken wir gleich. Noch, jetzt aber was hast du hier alles eingepackt? Oh, guck mal. Aromakerzen. Da freut sich meine Frau bestimmt drüber. Da habe ich eine Entschuldigung. Okay, ich glaube, das war's. Das heißt, ich entsorge jetzt mal diesen ganzen Schnee hier und dann gucken wir da mal rein. So, ich habe den Staubsauger jetzt mal nicht ganz so weit weggestellt. Wer weiß, was da jetzt wieder drin ist. Nicht, dass das auch noch voll ist. Wir fangen erstmal damit an. Ey, wenn da jetzt auch nochmal diese Flocken drin sind, ne? Da ist noch eine. Oh, das ist ja geil. Schoki! Sehr geil. Das Coole ist, oh, guck mal, hier ist sogar ein dicker Goldener, oder? Silberner. 2 Euro. Das Geile ist ja, immer wenn ich diese Schokotaler sehe, werde ich an die Nordsee erinnert. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir unterwegs waren. Und das ist ja immer so, dass alle Leute einen angucken. Ne? Ich war am Sondel und oben dann immer so 50 Leute, die so stehen geblieben sind und immer runtergeguckt haben. Oh, was macht der? Und am Tag vorher waren an der Stelle, wo ich gesucht habe, Studenten. Die haben Studentenspiele gemacht mit diesen Dingern. Und ja, die klingeln natürlich auch beim AT und dann habe ich einen rausgezogen und ich denke, boah, jetzt seid ihr alle dran. Hebt ihn so in die Luft und schreit Gold! Und alles hat sich umgedreht. Alle Leute haben geguckt und meine Frau ruft noch, na Gott sei Dank, dann haben wir wenigstens mal wieder Geld, um Butter fürs Brot zu kaufen. Und jetzt denke ich jedes Mal an diese Dinger. Also du hast mir jetzt unbewusst noch eine schöne Erinnerung beschert. Das darf man gar nicht aufessen, das ist richtig schön. Auch die Schachtel gefällt mir sehr gut. So, jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Da steht auf jeden Fall Warnung dran. Das wird ja wohl nicht explodieren. Ach, Angst ist unbegründet. Das ist nämlich ein Halter für die Kerzen. Oh nein, ist der cool. Der ist ja cool, guck mal. Schön. Müsste ich ja dann eigentlich anmachen. Ich hätte mal den Brief auch noch lesen sollen. Also im nächsten Livestream mache ich mal so eine Kerze an. Ich hoffe, ich fackel die Bude nicht ab. Eine frohe Weihnachtszeit. Ah, sag ich ja. So, hallo Stefan. Hahaha. Siehst du, ich wusste es. Ich habe dir aufgrund Schneemangels Kunststoffflocken eingepackt. Wünsche dir und deiner Familie ein frohes Fest. Ich hoffe, du teilst schön mit der Familie. Bleib wie du bist. Lieben Gruß, Hanko. Ich hoffe, das Teil trägt, hält deinen Pinpointer. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wusste, dass was rausfällt. Ich habe es mir fast gedacht bei dir, weil du extra gesagt hast, ich soll es filmen. Ja, natürlich teile ich. Ich denke, meine Frau freut sich auch über die Kerzen. Über die Handschuhe hatten wir ja schon gesprochen. Ach, hast sogar 2 Paar eingepackt. Die guten Handschuhe. Da passe ich sogar rein. Guck mal, das ist wieder was für den Frühling. Wenn es wieder wärmer wird. Aber, Alter, das ist geil. Und das war am frühen Morgen. Also für mich ist ja früh morgen. Ich muss mich ja noch umstellen von der Nachtschicht. Es ist jetzt kurz nach 12. Das heißt, ich habe jetzt noch 1 Stunde Zeit, hier alles aufzuräumen. Von Flocken. Und ja, aber ich will das Video noch schnell reinstellen. Und, die haben unsere Schlosser in schwarz. Die kriegen wir mal nicht. Das ist cool. Sehr schön, vielen Dank. Also das ist definitiv was fürs Frühjahr. Wenn es wieder ein bisschen wärmer wird. Ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich freue mich mega. Gerade das Ding für den Pinpointer ist der Knaller. Wie gesagt,
das wird bestimmt meine Frau freuen, genauso wie diese Duftkerzen. Die mache ich dann beim nächsten Sabbelsonntag an. Und ja, bleib wie du bist ein feiner Kerl. Allen anderen, ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit. Ich denke schon, dass wir uns nochmal sehen. Ich habe ja noch das Video von dem gestrigen Sonntag, wo wir ja waren. Und vielen, vielen lieben Dank. Du Arsch!